Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Tizi Schubech hat ein neues Video hochgeladen. Die FIFA-Jungs haben ein Köpfchen gebaut. Sie hatten schon häufiger Pfeifen, also sie rauchen immer Pfeife dabei, ne? Die zocken FIFA, streamen und haben dabei sehr, sehr oft Pfeife am Start. Jetzt haben sie aber auch ein Tutorial gemacht, wie man einen Kopf baut. Und ich würde sagen, das wollen wir definitiv sehen. Wir gucken mal rein. Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. So, Jungs. Komm mal kurz zur Shisha-Kunde. Kunde? Ein Kunde? Ah, Ding fehlt noch. Ein Kunde? So, Jungs, wir gehen mal kurz in Fullcam, um kurz das System zu erklären, ne? Gehen mal kurz. Auf jeden Fall, erster Eindruck, ne? Dieses Studio. Geisteskrank nice. Geisteskrank nice, was die Jungs sich da gebaut haben. Wirklich sehr geil. Also da sehe ich mich schon hier hinten auf der Couch sitzen, einfach Köpfe bauen, chillen. Können die Jungs auch gerne FIFA zocken, auch wenn ich nicht so der FIFA-Mensch bin. Aber sehr chilliges Studio. Brutal gemacht. Shisha-Kunde. Genau. Aber auf die Shisha-Kunde sind wir jetzt auf jeden Fall gespannt. Es gibt Funnel. Ganz normal, hier Funnels, so wie den hier. Oder den. Das hier ist jetzt die Khalifa Bowl. Das ist, glaube ich, irgendwas Russisches. Oh, Damm. Ne, irgendwas Russisches. Dann haben wir hier einen ganz normalen Steinkopf. Aber ich habe da auf jeden Fall schon Kalaut auf dem Tisch liegen sehen. Sehr nice. Mit dem haben wir auch schon viel geraucht. Und jetzt gibt es hier Unterschiede. Es gibt dann für diese Funnels, was eigentlich auch ganz gut läuft, gibt es diese Kalut Smokebox. Ne? Was eigentlich auch ganz gut läuft? Bro, das ist Nonplusultra. Ich fühle mich offended. Da könnt ihr eigentlich halt viel falsch machen. Ich zeige euch gleich, wie man so... Da kann man nicht viel falsch machen, außer Kalut sagen. Da fängt es nämlich schon an. Baut. Moment. Was? Dann kann ich noch kurz neben dran. Hier sehen die das und sehen dich. Perfekt. Oh ja, so ist gut, oder? So, jetzt kannst du deine Schule starten. So, ne? Auf so einen Funnel müsst ihr gucken, ob da diese Kalut-Box drauf passt. In der Regel passt die fast auf jeden Funnel, den ihr so... Basti, du weißt Bescheid. Kalut-Counter. Let's go, Digga. 2, 3 packen wir direkt schon mal drauf am Anfang und dann gucken wir mal. Wir ziehen das so lange mit dem Kalut-Counter durch, bis sich das in Deutschland eingebürgert hat, dass die Leute Kalaut sagen. Ich sag's nochmal, man sagt ja auch nicht zu einer Wolke am Himmel, oh, look at that cloud in the sky. Oder wenn du sagen willst, mach mal die Musik lauter, can you make the music louder? Bro, it's loud. It's car loud. Die Amis sagen sogar so, die verschlucken das so ein bisschen, die sagen so, cloud, cloud. Cloud. Weißt du? Hier bei der Ah, fuck, ist der Kopf heiß. Hier bei der Khalifa seht ihr es ganz gut. Passt noch sehr, sehr gut drauf, ne? Dann, was ganz wichtig ist, beim KS-Stein-Abo, finde ich, ein Sieb reinzumachen. Der KS-Stein-Abo. Und dann gibt es einen normalen Kaminaufsatz. Und da müsst ihr halt wirklich gucken, dass der Kaminaufsatz schön bündig drüber geht, ne? Viele machen den Fehler. Würde ich sogar fast sagen, dass der ein bisschen arg tief sitzt, aber... Wenn er das mit seinem Kopfbau hinkriegt, trotzdem optimal, ne? Und nur weil ich es nicht mag, KS Apo ist ein sehr guter Mehrlochkopf. Ich mag einfach nur Kamin-Setups nicht. Das ist mein Problem. Der KS Apo ist nicht mein Problem. Der Kamin ist mein Problem. Fehler, dass der Kamin dann hier oben irgendwo sitzt, dann braucht der enorm viel Tabak. Besser ist es, umso tiefer, umso besser. Wie oh beim. Oh mein Gott! Ne? Ihr wisst wo, ne? Meiner Meinung nach, aktuell, David. Könnt ihr gar nichts falsch machen, ne? Ist natürlich teuer. Safe. Könnt ihr aber gar nichts falsch machen mit dem Laden. Wir haben aber das Problem so ein bisschen, aber vielleicht, weil wir auch ständig zu zweit dran schnorcheln, dass wenn wir hier 2 Kohle reinmachen, ist es zu wenig. Machen wir 3 Kohle rein, ist es zu viel. Wenn ich dann muss der Kopfbau noch ein bisschen besser werden. Ist so. Bei mir alleine daheim ab und zu mal einer durchdampft, dann geht es klar, ne? Was für mich aktuell das Nonplusultra ist, zum Rauchen, ihr sucht euch, egal was jetzt, ne, hier keine Werbung, irgendeine Bowl raus, und Funnel meine ich. Wir nehmen jetzt hier den Khalifa. Die Mia. Die Mia, Mia Khalifa nehmen wir jetzt, hier. Und nehmen jetzt den Tabak von... Wer ist das? Mia Khalifa? Kenne ich nicht. Nie gehört. Kenne ich nicht. Why the fuck you lying? Smoker. Den Orange. Der ist stabil. Ja? Also ich kenne den Smoker nicht, aber Orange ist bei mir immer so. Wah, geht nicht. Dann habe ich hier so eine Gabel, aber da könnt ihr ja nehmen, was ihr wollt, ne? Die Finger oder so. Scheißegal.
Kriegen wir es ja heller. Kann ich mal kurz weiß oben hin machen, bitte? Ja. Sehr schön. Machst du kurz die Keylights an. Sehr schön, ne? Ja, so ist doch besser, Jungs, ne? Also, das ist der Tabak. Ist überhaupt noch jemand da im Chat? Ja, ja, ja. Ich wollte noch sicher gehen. Guck mal, wie gut sind die Packs, Freunde? Steht einfach gar nichts. Leere. Das ist das leere Pack. Und mir wird jetzt oben reingedrückt. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Oh, geile Cam. Da könnt ihr halt echt nichts falsch machen mit so einer Bowl. Mit so einem Funnel, sorry. Ich habe so. Jetzt nicht gesehen, ob er umgerührt hat, aber auf jeden Fall locker fluffig reinfallen lassen, wunderbar. Eigentlich verteilen, Smokeboys drauf, let's go. Ne, jetzt sieht es so, ein bisschen drüber aus, ein bisschen zu viel. Ne? Aber jetzt kommen die Gabel zum Einsatz. Und jetzt drücke ich das so schön. Muss es fest reingedrückt werden? So nicht komplett knall, aber so ein bisschen auch aufteilen, ein bisschen schieben, dies, das, Ananas, dass es schon fest ist. Ne, dann drückt ihr das hier so ein bisschen rein. Das Geile ist halt bei der Gabel, die passt da oben schön rein. Also, ne, könnt ihr schon viel falsch machen. Mhm. Das ist eine spezielle Gabel. Ja. Das ist die ganz spezielle Werkbund-Kopfbaugabel. Jeder Profi weiß das. Nee, aber hat er recht. Ich finde, das mit dem Drücken hat er ein bisschen umständlich beschrieben, aber ich glaube, er meint genau das Richtige. Also man drückt nicht wirklich den Tabak an, aber man zieht da mal so ein bisschen was nach rechts, man schiebt mal ein bisschen was nach links, sodass das dann schön gleichmäßig drinne liegt. Und man kann das natürlich auch semi-dense oder sogar dense bauen, würde ich aber nicht empfehlen bei einem Virginia. Ihr wollt, dass eure Luft durch den Tabak durchgehen kann, ne? Damit die ganze Tabakfläche die Molasse verdampfen lassen kann und ihr möglichst viel Rauch und möglichst viel Geschmack von möglichst vielen Tabakblättern bekommt. Das ist so die Theorie dahinter, das wäre das Optimum. Das heißt, ihr verteilt das schön gleichmäßig, dass nicht irgendwie eine Stelle mehr verbrennt als eine andere, aber im Grunde sehr richtig gemacht. Kleines bisschen umständlich erklärt, aber ich glaube, er meint genau das Richtige. Oh, Pelzer, Adrian, Kopfbau-Tutorial, Tipps und Tricks mit Timau, beste. Danke für die 2 Euro, Meister. Ich bringe euch Koffer bei, ich bringe euch Shisha. Der kann alles, dabei. Der kann alles. Ich bringe euch alles bei, Jungs. Dann hier am Loch, ne? Ist wichtig, das Loch muss geschmeidig frei sein, ne? Deswegen hier am Loch ein bisschen runterdrücken, dass sich auch später keine Tabakblätter lösen. Ne? Am Rand ein bisschen frei, so 5 mm. Profis habe ich gesehen, die stecken da noch was rein. Genau, das haben wir aber leider nicht. Kannst du auch einen Funnelstopfen nehmen, aber das sah ja bei ihm jetzt auch gut aus, auch ohne Funnelstopfen. Also wenn euch nicht massenhaft Tabak ins Funnelloch reinfällt, dann braucht ihr keinen Funnelstopfen. Ich finde, das ist mit eins der unnötigsten Zubehörteile für Shisha, die es gibt. Ich habe auch 5 drüben liegen und die funktionieren auch gut, aber ich brauche sie halt einfach nicht. Also passt auf, dass euch nichts in die Mitte fällt und dann ist das okay. Fest, aber mit einer Leichtigkeit, wie ein Italiener beim Pizza machen. So sieht's aus. Ja. Niklas, willkommen damit, Mami. Dann sieht das ganze Ding so aus, ne? Ja, Autofokus. Hätte man doch ein kleines bisschen verteilen können. Also wir sehen dann hier zum Beispiel schon wieder den Rand vom Kopf. Hier liegt aber Tabak. Ich hätte am Rand noch ein bisschen aufgeräumt, ne? Aber Smokebox drauf, mit der Hitze aufpassen, dann wird das laufen, ne? Also ist jetzt auch nicht verkehrt, aber könnte man noch ein kleines bisschen schöner machen. Ist es schlecht? Nein. Geht noch ein bisschen was? Ja. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt könnte man einfach sagen, der baut den hier auf Noppenkontakt. Noppen sind die Teile hier unten. Legt den hier drauf und dann merkt er das schon, dass er so leichte Berührung hat. Ne? Und deshalb putzen dann halt schnell, ne? Ja, es geht. Also geht schon klar, aber halt für uns. Muss er mit der Hitze aufpassen. So, ein bisschen kritisch. Und jetzt kommt der Clou. Entweder ihr nehmt euch Panzeralufolie. Oder ihr nehmt normale Alufolie vierlagig, macht eine ganz normale Rundlochung. Weiß nicht, ob man es hier gut sehen kann. Sieht man ja, sieht man ja. Sieht man, ja, ne? Ja, ja. Ihr spannt den Kamerad hier drüber. Zieht den richtig schön straff, wie wenn es ein Kondom über eurem Penis wäre. Ich hab Angst, dass er gleich noch wieder den Kalaut draufsetzt. Habe ich wirklich Angst gerade vor. Rundlochung, auch wenn du einen Funnel hast, Rundlochung würde ich die Rundlochung nicht zu weit ans Funnelloch machen. Also 2 dicke Reihen außen, dann richtig ordentlich spannen, dann passt das. Er hat die jetzt ein bisschen ungünstig abgeschnitten. Das ist sehr knapp. Du kannst die nicht mehr wirklich heftig festspannen. Das heißt, entweder würde ich gucken, dass ich die Alufolie besser spannen kann, oder ich verstehe nicht, warum er den Kalaut weg hat. Will er das einfach gerade nur zeigen? Oder ich hoffe, er setzt nicht noch den Kalaut auf die Alu. Ein Kunde, der König ist? Ja. Dann sitzt es. Seht ihr, das kriegst du hier, das ist viel zu wenig Alu, das kriegst du fast nicht mehr gespannt. Und er hat überall Löcher. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt hier in der Mitte Löcher. Da ist ja nur das Funnelloch drunter. Da ist ja gar kein Tabak mehr.
Das heißt, du ziehst einfach Luft direkt ins Funnelloch und du willst ja, dass die Luft erstmal am Tabak vorbeigeht, sodass der Tabak die Molasse verdampfen kann, Rauch entsteht, Geschmack ist im Rauch und dann geht das Ganze ins Funnelloch und in die Pfeife. Das heißt, bei einem Funnel keine Komplettlochung machen. Es gibt natürlich auch hier und da mal wieder Ausnahmen. Bei dem Virginia im Khalifa musst du nicht machen. Musste nicht machen. Also solltest du nicht machen sogar. Und dann nimm dir einfach nur noch das Sieb, so machen wir es jetzt. Okay. Wie gesagt, ich hatte Angst, dass er die Smokebox auf die Alu setzt. Das ist natürlich Bullshit, das macht man nicht. Ja, die Smokebox soll Kontakt zum Tabak haben und nicht zur Alufolie. Man kann den natürlich mit Alufolie und mit Sieb rauchen. Dann wäre mein einziger Tipp noch, die Löcher in der Mitte weglassen, weil die bringen nichts. Du kannst da so ein Durchzug-Safety-Loch hinmachen, aber wenn du das brauchst, dann hast du schon den Schritt von Alufolie-Spannen verkackt. Dann ist es schon zu spät. Dann hast du schon einen Vorschritt falsch gemacht, sodass du den Nachschritt korrigieren musst, was aber nicht das Optimum ist. Alufolie, leicht vorspannen. Nimm eine Lage Panzeralu, so eine Somo-Panzeralu oder sowas. Eine Lage vorspannen, dann lochen, dann richtig fest nachspannen und auch nur zwei dicke Reihen Löcher außenrum. Kannst auch drei dünne Reihen Löcher machen, das ist dann nicht so wichtig. Aber nicht in der Mitte die Löcher machen. Ganz wichtig. Eigentlich dachte ich, es ist ja kompliziert. Theoretisch kann ich auch genau so einen Timau-Kopfbauer wie du. Ja. Damit. Weil dann kann man ja nichts falsch machen, oder? Ja, schon. Man muss vom Tabak her, also wie viel mehr nehmen muss und ja, so, gut. Aber da kommt man schnell rein. Ja. Ne? Und dann geht das Ganze. Ey, meine Eltern sind neben mir. Ja, die sollen es wissen. Vermüdung ist ein wichtiges Thema. Dann gehen wir hier hin. Und damit ist die Bär geschädiger. Warum das Sieb, das... Was? Damit ist die was? Hier hin. Und damit ist die Bär geschädiger. Ich hab's nicht verstanden, was er gesagt hat. Hab ich mal verstanden, was er gesagt hat? Ist die Bäre geschält? Ah, die Bäre geschält. Ist das okay? Kenne ich nicht den Ausdruck, aber okay, verstehe. Und damit ist die Bär geschädiger. Warum das Sieb, das nicht Knallhitze da drauf geht, ne? Das ist nicht Knallhitze, dass man noch ein bisschen Abstand hat. Und das war's zu dem Thema. Das war's, so einfach kann man Kopf bauen. So einfach kann man Timau-Kopf. Und so einfach zieht man Kunde, der König ist. Rauchen aber nur ab 18, ja. Genau. Blät! Boah! Blät! So, komm, wir können sogar in die Packs gehen, Digga, ich lad mal auf. Also mein Tipp waren 2 Walkouts, jetzt sind schon mal 10 Packs weg. Ach du Scheiße. Das war richtig, ja. Du leise, du bist auch der größte Ankündiger. Scheiße. Ach so, der du bist auch der größte. Du kündigst gerade an, als ob du hier einen Kontinent wegschießt. Ich musste. Und was war denn das? Ja, war schon gut mit Druck. Hopp auf. Okay. Also Kopf war nicht schlecht, ist okay, aber da geht noch ein bisschen was. Da geht noch ein bisschen was. Aber ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall so machen.